Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Wir wollen uns nämlich nochmal ein bisschen Loot anschauen, den ich jetzt hier aus verschiedenen Kisten rausbekomme. Und zwar laufe ich ein paar 5 Maskenruns und dementsprechend gibt es als erstes ein 375 oder ein 475er Item und dann ja aus den nächsten ein bisschen lowere Items. Zumindest müssten sie hundertprozentig corrupted sein. Ich würde sagen, wir gucken gleich rein. Ich habe nämlich eben einen Run gemacht, wo ich jemand hier auch durch SW durchgeboostet habe. Heißt, ich kann jetzt sowohl SW als auch OG relativ easy durchboosten, machen wir da ein bisschen, können wir da ein bisschen eine goldene Nase verdienen und hoffentlich jetzt auch ein gutes Item. Wir schauen mal rein. Oh, Hände. Warum kriege ich den fucking Lebensraub? Blizzard! Warum macht man den Terzi? Ist schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder auf einem 370er-Item fucking Lebensraub drauf. Ich krieg so einen Hass, ich sag's euch. Ich krieg so einen Hass. Das ist halt das Schlechteste, was du kriegen kannst. Ist halt Lifesteal, ne? Ohne Scheiß. Den ich gerade durchgeboostet habe, der hat einfach einen Zweier Infinite Stars bekommen auf der Hose. Und ich krieg halt einen fucking Lifesteal auf ein 370er Item. Gut, also das war schon mal ziemlich kacke. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim ja, gleich bei dem nächsten Opening, wenn ich dementsprechend die zweite Kiste aufmache. Ich hoffe, da kommt dann was Besseres raus. So, den zweiten Run haben wir jetzt wieder durch über Umwege. Eine Kiste habe ich hier schon weggelootet, haben wir wieder wen quasi durchgeboostet. Und jetzt gucken wir mal, was ich drin habe. Ich müsste ja einen 465er-Item jetzt drin haben. Und ich hoffe, dass diesmal nicht wieder irgendein Kack-Corruption-Item drauf ist. Okay, Schuhe, da habe ich noch nichts Gutes. Schauen wir mal. Ach, Tempo. Es ist zwar ein Sockel drauf, aber Tempo, ne? Warum Tempo? Schade, das war leider auch nichts. Aber wir haben ja jetzt dann gleich noch einen 460er, wenn ich nochmal einen finde, den ich durchboosten kann. Dann gucken wir mal, ob ich da was Besseres rauskriege. Sodala, dann haben wir die dritte Kiste in der Woche. Ich hoffe, diesmal bekomme ich ein bisschen was raus. Komischerweise, ich habe wieder eben einen durchgezogen. Wir haben extrem wenig Punkte bekommen. Ich weiß nicht, ob die da was genervt haben. Wir haben zwar jetzt nicht alle Kristalle und alle Kisten mitgenommen, aber irgendwie kam trotzdem nicht sonderlich viel mit. Ich musste gerade nur gucken, dass ich den da durchgeboostet bekomme, weil es halt echt ein bisschen knapp war, tatsächlich, weil er halt relativ oft gestorben ist. Jetzt gucken wir mal, hoffentlich kriege ich als hier, ne, als Ersatz für meine Nerven, die ich verloren habe, jetzt hier zwei Pets, okay. Und was haben wir hier? Eine Taille mit Zwielichtsverwüstung. Zwar wieder nur einen Rang 1, was halt echt ätzend ist. Und natürlich wieder auf einen 460er-Item, was halt auch echt ätzend ist. Aber ja, man will ja nicht motzen. Jetzt habe ich dreimal einen 1er Zwielichtsverwüstung theoretisch, das ich anziehen könnte. Alles auf einen scheiß 360er-Item. Aber gut, was ist denn machen? Obwohl, nee, die eine Zwielichtsverwüstung ist auf einem 370er-Item, tatsächlich. Habe ich hier einmal gelogen, aber da müsste ich wieder für 75 austauschen. Wieder weniger Stats und hat auch weniger Life. Und dann prockt es halt auch mit weniger Damage. Da muss ich dann aber mal noch gucken, inwieweit das tatsächlich sinnig ist. Gut. Ja, ich denke mal, vielleicht laufe ich noch eine, vielleicht laufe ich keine. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Leute, ich habe doch nochmal einen Kunden gefunden gehabt, habe nochmal einen 5-Masken-Run eingeheimst. Mein Gold geht so hoch mit diesen Maskenruns, ich sag's euch. Und jetzt können wir nochmal eine Kiste aufmachen. Ich glaube, ich hatte mich in der letzten Folge ja schon verabschiedet, tatsächlich. Weil ich dachte, ich finde keinen mehr die Woche. Aber habe ich noch einen gefunden. Und was haben wir gekriegt? Das ist ein. Warum kriege ich denn Dinge mal auf Low Gear? Ich habe nochmal einen 3er Stars bekommen gerade. Seht ihr das? 75. Aber halt auf Low Gear. Warum? Dann macht's halt weniger Damage, ne? Ich habe nämlich auf Hose auch schon Infinite Stars, Rang 3. Ich glaube, die habe ich auf die Bank gepackt. Weil ich habe mir mal überlegt, ob ich irgendwo ein Infinite Stars Gear mir bastel. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich glaube, auf der Hose hat es tatsächlich mehr gemacht. Oder habe ich die Hose noch hier rumliegen? Nee. Ich meine, eine Hose war's. Ja, ich habe mittlerweile ein bisschen zu viel Gear auf der Bank flacken. Oder war das was anderes? Oder waren das auch Hände? Nee, das war doch eine Hose. Da habe ich die weggetan. Ah, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall. Doch, hier oben ist es. Aber die hat 460 und dann ist es schon 37k, ne?
Und hier, die hat jetzt nur 35. Also Infinite Stars ist halt die Kacke, dass es dann weniger Schaden macht, wenn es ein lowes Item-Level hat. Also nicht nur, dass die Stats geringer sind, sondern auch, dass der Schaden geringer ist, was ein bisschen blöd ist. Was jetzt bei Echoing Void oder jetzt Willensverwüstung egal ist, weil es ja prozentual wäre. Ist jetzt, ich krieg halt die guten Trades immer nur auf den fuck-lowen Sachen. Jetzt hier auf den 455er ist halt blöd. Aber ich habe jetzt zweimal ein dreifach Proc Infinite Stars, was ja super eigentlich ist, ne? Aber wahrscheinlich, wenn es auf dem 475er Item wäre, oder 470, was jetzt für die Vision am höchsten ist, dann hätte ich ja zumindest, ja, wahrscheinlich 40, vielleicht sogar 45k drauf. Und jetzt sind halt hier nur 37 oder und 35. Aber es ist halt auch schon mal nicht schlecht. Gut, ich denke mal, das war es jetzt aber dann definitiv für die Woche für den Loot aus den Visions. Ich verabschiede mich hier und ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so rausgezogen habt. Euer Tela, bis dann, ciao.